Moin Leute, hier ist Nox und ich wollte euch einen neuen Server zeigen. Und dieser Server wird nicht unser neuer Server sein, aber weil ich dort Admin bin, bin ich dort wahrscheinlich sehr oft. Und warum wollt ihr nicht auch drauf kommen? Die IP ist minecrafted.global7hosting.com. Er ist gesponsert von Global7Hosting, so wie es da auch steht. Und es ist der Server von Minecrafted. Den kennt ihr aus den Interviews, wir arbeiten viel mit ihm zusammen und er ist ein richtig netter Typ und deshalb solltet ihr unbedingt mal diese IP eingeben. Ich werde sie auch nochmal in die Beschreibung packen. Und momentan benutze ich DokuCraft Texture Pack bzw. eine modifizierte Version, die ihr leider nicht bekommen könnt. Und ich mache mal einfach eben den Chat aus mit F1 und zeige euch hier den Spawn. Also der Spawn ist erstmal ein episches Schloss von ihm. Ihr könnt auch nur hier lang. Hier seht ihr eine kleine Story, die ich jetzt aber... Es ist keine Story, es ist eigentlich nur ein Scherz von einem der anderen Admins, aber das werde ich jetzt erstmal ignorieren. Ich werde euch das hier aber auf Deutsch erstmal vorlesen, damit ihr nicht sagen könnt, ich weiß nicht, was die Regeln heißen, denn es ist ein englischer Server. Und deshalb solltet ihr auch bitte nur Englisch im Chat sprechen. Also, Logblock ist installiert, das bedeutet, dass wir jedes Griefing und alles gucken, nachvollziehen können. Banned Items, also nicht benutzt werden dürfte Items, sind TNT, Flint und Boote. Wenn ihr euch fragt, warum Boote, das liegt daran, dass Boote machen extremes Lag. Und eigentlich auf kleinen Servern geht es, aber hier sind zum Teil 120 Leute drauf. Und, okay, nein, nicht zum Teil 120 Leute, das hatten wir zwar auch schon, aber durchschnittlich sind hier 50 Leute circa drauf. Und da, wenn da ja zu viele Boote sind, das laggt wirklich extrem dann und deshalb wollen wir es einfach gar nicht erst machen. Requested Items, das bedeutet, ihr könnt, funktioniert momentan gerade leider nicht mehr, aber wenn ihr Mod Rack schreibt, dann könnt ihr eine Art Mod Rack und dann einen Text, dann könnt ihr, ups, falsche, dann könnt ihr etwas anfordern und momentan müsst ihr es einfach so machen, ihr schreibt in den Chat, ob jemand für euch Lava oder Wasser platzieren kann, weil Lava und Wasser solltet ihr nicht platzieren, denn das ist wegen Griefing. Ihr könnt später eine so eine Art Trusted User bekommen, dann dürft ihr selber oder VIP und dann geht das auch, aber ihr solltet es erstmal so nicht, weil erklärt sich von selbst, ist sehr Griefing. Dass ihr andere bedeutet eigentlich nur, dass dann ein Mod kommen möchte, kommen wird oder ein Admin. Und wir haben einen TeamSpeak-Server. Die IP ist, seht ihr hier, 184.154.205.2.1.0012. Das ist ein TeamSpeak-Server. TeamSpeak, für alle, die es nicht wissen, ist sowas wie Skype, nur... es ist irgendwie... Es sind Channels und in denen könnt ihr joinen und dann müsst ihr nicht jemanden anrufen, sondern ihr redet mit denen, die da sind. Kein Griefing, wahrscheinlich wichtigste Regel. Seid nett zu anderen Spielern und respektiert sie. Kein Spammen oder Trollen im Chat oder mit Blöcken oder Signs. Sei oder bau kein Schwanz. Und seid nicht böse. Harassing, Moment mal. Wusste es vorhin. Sekunde, das ist jetzt peinlich. Ja, belästigen. Ja, es läuft aufs Gleiche hinaus, tut mir leid. Jetzt auch eine wichtige Regel. Kein Hacken oder Cheaten, egal unter welchen Umständen. Also kein Flymod, kein X-Ray, kein Speedhack. Und ich benutze auch gerade, falls ihr es hier seht, Creative Mode. Also, und ich bin sowieso Admin. Also, Creative Mode muss ich auch machen, um zu euren Einsätzen dann zu kommen. Also, ja. Serveroffizielles Texture Pack ist DokuCraft. Benutze ich auch. Da geht's zum Exit, wenn ihr darum geht. Das zeige ich euch gleich auch noch. Da auch. PvP ist erlaubt, aber ihr sollt euch nicht jagen, sondern mit jagen ist aber eher gemeint vor dem, hier, das steht hier auch noch, nicht vor deren Häusern warten oder wenn sie schnell despawnen, damit sie nicht von euch getötet werden, sollt ihr nicht dort warten, bis sie wieder spawnen. LWC benutzen wir, das bedeutet, ihr könnt im Chat slash cprivate schreiben und dann könnt ihr ein Furnace oder so von rechts klicken, links klicken
Und dann wird der für euch gesperrt und nur ihr könnt ihn öffnen. Das solltet ihr auch mit euren Chests und Türen und Furnaces und allem machen, weil andererseits, wir können nicht, ups, wir können dich nachverfolgen, wenn jemand klaut. Deshalb müssen wir schon wissen, ob euch das, ob ihr das gelockt hattet oder nicht, weil wenn ihr es nicht gelockt habt, können wir es eben, dann seid ihr selber schuld. Es gibt ein Netherportal, also ihr sollt kein anderes bauen und ihr könnt slash set home schreiben und dann immer home, um euer Spawn zu setzen. Hier steht auch nochmal ein neues Chat-System. Ihr könnt slash ch und dann l schreiben, um Local Chat zu haben. Dann könnt ihr nur mit Leuten chatten, die in der Nähe von euch sind. Und hier könnt ihr dann bitte den Weg nehmen. Oder solltet ihr, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade hier keinen Void Fog habe, also diesen Bedrock-Level hässlichen Nebel, das liegt daran, dass ich auf Creative Mode bin. Hier folgt ihr dann am besten dem Weg. Eine coole Hängebrücke. Ups, kurzes Lag. Und hier ist dann auch das Public, ja. Das hier ist auch noch was Wichtiges. Ihr sollt bitte Bäume auch wieder pflanzen, wenn ihr zu viel abbaut. Hier ist das Netherportal, ich gehe jetzt nicht rein. Und hier seht ihr noch ein paar epische Sachen. Ein episches Raumschiff von Block Fortress. Sieht voll geil aus, finde ich. Besonders jetzt hier mit dem Sonnenuntergang. Und erstmal das epischste überhaupt. Der Spawn. Ist ja so groß, dass er nicht vollständig generiert wird, aber es dürfte gerade bei euch extrem geil aussehen. Wow. Ich flieg nochmal immer so total cinematic-like rum. Genießt es. Ihr könnt uns joinen. So, also, das ist alles von mir soweit, was den Server angeht. Jetzt kommen noch kurz kleine News. Die Custom Maps Summer in Paradise wird weitergehen, wenn Kotlet mit dem Praktikum, was er momentan machen muss, fertig ist. Das dauert noch 2 Wochen. Blubberkopf ist wieder da, mit dem machen wir dem das auch wieder was. Let's Play wird momentan auch schwierig, weil wir da erst noch uns irgendwie wieder mal zusammensetzen müssen, also Pludots und ich, weil wir finden auch momentan nicht so viel Zeit, obwohl wir es ja eigentlich immer montags machen wollen. Vielleicht kommt morgen eine Folge raus, kann ich jetzt aber nicht versprechen, weil ich selber einfach nicht weiß. Und ja, das ist alles, was ich euch bis jetzt mitteilen wollte. Besucht uns doch einfach mal. Ich habe alle Links, glaube ich, in der Beschreibung, wenn nicht, erinnert mich dran. Bis dann.